heute hier vom Jobcenter. Pascal und ich zusammen. Seitdem Hartz IV eingeführt wurde, kämpfen wir als Linke gegen die Gängelungen, die damit verbunden sind, dagegen, dass Menschen in Armut und Schikane gedrückt werden. Und wir werden uns niemals damit zufrieden geben, denn je länger wir erleben, was Hartz IV auch mit den Menschen anrichtet, umso mehr bin ich überzeugt, das Hartz IV-Sanktionssystem muss abgeschafft werden. Wir wollen das Hartz IV-System ersetzen durch erstens gute Arbeit, zweitens ein längeres Arbeitslosengeld I und drittens eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1.050 Euro. Gerade unser Bezirk hier, Friedrichshain-Kreuzberg, ist besonders betroffen von diesem Hartz IV-System. Wir haben hier Gegenden, gerade hier um die Ecke, da leben etwa 70% der Kinder in Familien mit Hartz IV-Bezug. Die leben in Armut, die haben große Probleme und ich glaube, es ist wichtig, dass die auch gerade hier aus diesem Bezirk, aus diesem Wahlkreis heraus, eine starke Stimme für soziale Gerechtigkeit bekommen. Dass sie ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich mit Pascal hier zusammen vom Jobcenter bin. Wir haben schon uns oft stark gemacht zusammen gegen Hartz IV. Wir haben viele Kampagnen zusammengefahren. Und Pascal ist wirklich ein leidenschaftlicher Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, für höhere Löhne, niedrigere Mieten und für mehr Personal in Pflege. Und deswegen, das wäre eine tolle Stimme für Friedrichshain-Kreuzberg. Insofern drücke ich ihm die Daumen und bin auch nochmal hier, damit das jetzt auch klappt.